70 Kilogramm gebündelte Konzentration, Kraft und Energie sind heute Nachmittag am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Der Weltmeister der Hypnose. Und hier ist Manfred Knucke. Guten Abend. Guten Abend. Gut gelandet, ja? Ja, danke. Okay. Sie sind mehrfacher Weltrekordhalter in der Massenhypnose. 11-mal wurden Sie erwähnt im Guinness-Buch der Rekorde, eigentlich durchgehend seit dem Jahr 1985. Was macht man da bei der Massenhypnose? Der Hypnotiseur hat 6 Tage Zeit. In diesen 6 Tagen muss er so viele Menschen wie möglich in Hypnose versetzen, mit den Einschränkungen. Er darf nie mehr als 20 auf einmal hypnotisieren und die muss er mindestens 30 Minuten lang in Hypnose halten. Und der letzte Rekord ist 1811 Personen. Aber was ist das eigentlich? Das ist auch etwas so schwer erklärt und so schwer vorstellbar. Was ist diese hypnotische Kraft? Hypnose ist eigentlich eine Entspannungsmethode, wie Yoga, wie autogenes Training, wie Meditation. Und wie es für diese Entspannungsmethoden Lehrer gibt, so ist der Hypnotiseur eigentlich auch ein Lehrer, der Menschen in die Hypnose hineinführt. Denn im Prinzip kann man eigentlich sagen, dass eine Fremdhypnose durch einen Hypnotiseur auch eine Selbsthypnose ist. Er leitet die Leute eigentlich an, sich sozusagen selber in diesen Entspannungszustand hineinzuversetzen. Und er gewährleistet auch, dass man sicher aus diesem Zustand wieder herauskommt. Erinnert man sich dann an alles das, was passiert ist in diesem Zustand? Man erinnert sich an alles, was in diesem Zustand passiert ist, wenn der Hypnotiseur keine entsprechende Suggestion gibt, um die Erinnerung zu nehmen. Das könnte er natürlich auch tun. Nur geht das nicht auf eine bestimmte Dauer. Sie löst sich nach einer gewissen Zeit leider wieder auf. Sie haben vor der Sendung schon mit unseren Gästen gesprochen, um sie zu lockern. Einfach nur deshalb, weil wir dafür nicht die Sendezeit haben, weil es ja doch eine Weile braucht. So eine Art Warm-up. Davon schauen wir uns jetzt ein paar Ausschnitte an. Bisschen mit Lind. Steif, mal, wir haben das. Kannst die Fliege mit Leichtigkeit haben. Spannend ist einfach, aber deutlicher Fliege. Jeden Muskel am Körper stand sehr. Steif, hart, wie ein Brett ist dein Körper. Runter und unten festhalten. Runter lassen. Ganz ruhig und Kerz gerade bleibst du stehen, du entspannst dich im Schlaf. Ganz locker weich in deine Muskeln. Du entspannst dich voll schon. Ganz locker weich in deine Muskeln. Hallo? Warum diese Gespräche vor der eigentlichen Aktion? Ist das, um die Leute zu lockern? Ja, einmal erstmal, um die Leute ein bisschen über das, was auf sie zukommt, aufzuklären. Wie ich sagte, vor einer Show, wenn man sagt, es passiert das und das ungefähr oder das könnte passieren, dann kommen die Leute ja freiwillig und dann akzeptieren sie das auch. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo man tatsächlich nach einer gewissen Zeit mit ihnen fast alles machen kann. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Ja. Da schauen wir uns jetzt an, was sie mit unseren Gästen, mit unseren schönen Österreichern tun werden. Bitte schön, okay. Manfred Knucke. Ja, ich bitte Sie jetzt einfach alle, sich mal ganz entspannt hinzusetzen, nicht die Beine so übereinander schlagen, sondern ganz locker und entspannt und die Arme einfach so ganz locker und entspannt auf die Schenkel zu legen. Ich werde mich hier ein bisschen höher stellen, dann sehen Sie mich auch ein bisschen besser und einfach versuchen, jetzt Ihren Blick auf meinen Finger zu richten. Konzentrieren Sie sich jetzt bitte nur noch auf meine Stimme, auf die leise Musik im Hintergrund und auf diesen Finger. Sie dürfen ab sofort Ihren Blick nicht ein einziges Mal mehr von diesem Finger abwenden. Denn wenn Sie Ihren Blick nur ein einziges Mal abwenden, ist die ganze Wirkung vorbei. Sie konzentrieren sich nur noch auf meine Stimme, auf die Musik und auf diesen Finger. Sie lassen sich dabei durch nichts mehr stören und durch nichts mehr ablenken. Durch keine Geräusche, die hier im Raum sind und vor allen Dingen auch nicht durch eigene Gedanken. Sie konzentrieren sich nur weiter auf meine Stimme, auf die Musik und auf diesen Finger. Und alles, was ich sage, wird genauso eintreffen, wie ich es sage. Und Sie können das ganz klar und ganz deutlich verspüren. Ihr ganzer Körper wird langsam von einer angenehmen Schwere und Müdigkeit erfasst. Auch Ihre Augenlider werden langsam immer schwerer und müder. Sie können Ihre Augen nur noch mit aller Anstrengung offen halten. Und jetzt fangen Ihre Augen auch leicht an zu brennen. Sie können meinen Finger nicht mehr klar und deutlich erkennen. Schließen Sie jetzt bitte Ihre Augen.
Schließen Sie Ihre Augen und gönnen Sie Ihren Augen die gleiche Ruhe und Entspannung wie Ihrem ganzen Körper. Sie konzentrieren sich jetzt nur noch auf meine Stimme und auf die Musik. Und Sie lassen sich einfach immer tiefer in dieses wunderschöne Gefühl der Ruhe und Entspannung hineingleiten. Immer stärker spüren Sie, dass Sie etwas festhält an Ihrem Sitz. Dass es ein fester Klebstoff ist, der Sie nicht mehr loslassen will. Bei der nächsten Zahl werden Sie die Augen öffnen, hellwach sein und nicht mehr vom Sitz loskommen. So lange, bis Sie das Wort Stopp hören und dann löst sich diese Suggestion restlos auf. 3. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mitgemacht haben. Dankeschön. Dankeschön, Manfred Knoke. Ich muss sagen, es ist nicht leicht, hier konzentriert zu bleiben, aber den Test, den möchte ich natürlich jetzt schon machen. Kann man vielleicht einmal das ganze Publikum versuchen, hier aufzustehen? Probieren Sie mal aus eigener Kraft, sich zu heben. Hier ein starker Mann. Ich darf die anderen bitten, sich wieder zu setzen, aber vielleicht einer von Ihnen. Nein, Sie kleben tatsächlich fest. Dann entspannen Sie wieder, bleiben Sie nur sitzen. Versuch doch mal mit mir aufzustehen. Geht nicht? Stopp! Ist doch so leicht, ne? Wow. Stopp! Hui. Ist ganz einfach, ne? Stopp! Stopp für alle! So, jetzt bitte ich alle noch mal kurz aufzustehen. Dankeschön. Also es ist danke, Manfred Knoke. Was wir, Sie können jetzt auch wieder applaudieren. Danke.